Hallo, hier ist Britta Remme von Engeria. Heute habe ich einen Satz an die Tafel geschrieben, der heißt, warum wir unser Glück nicht an Bedingungen knüpfen sollten. Die Bedingungslosigkeit, das ist ein Thema, das in vielen spirituellen Übungen und vielen spirituellen Büchern Platz findet. Und da geht es häufig darum, dass gesagt wird, dass wir nicht an etwas anhaften sollten. Und darüber möchte ich heute reden, was das genau bedeutet. Und dazu habe ich mir ein Symbol ausgedacht, nämlich das eines jungen Baumes, das sehr schön zeigen kann, wie die Natur mit den gegebenen Umständen umgeht. Ein junger Baum ist sich seiner tiefen Wurzeln in der Erde bewusst. Und solange wie er noch nicht die Stärke, die Kraft besitzt, ist sein Stamm vielmehr biegsam und weich, so dass er sich nicht hart in den Wind stellt, sondern sich vielmehr vom Wind wiegen lässt. Würde er Widerstand leisten, wenn ein Windzug aufkommt, dann würde er leicht brechen. So aber kann er sich im Wind wiegen und er kann im Herbst seine Blätter fallen lassen, um dann im Frühjahr mit neuer Kraft vorzupreschen und vorzutreiben. Und genau das wünsche ich dir, dass du erkennst, in welchen Bedingungen du dich gerade befindest oder welche Bedingungen gerade vorherrschen. Ich wünsche dir, dass du ein Gefühl dafür entwickelst, wann es an der Zeit ist, etwas wachsen zu lassen und sich zurückzuziehen und die Ruhe zu gönnen und wann es an der Zeit ist, vorzupreschen und deine Ideen zu verwirklichen und zu agieren. Vor allem aber wünsche ich dir, dass du keinen Widerstand leistest zu dem, was ist und dass du erkennst, dass alles das, was gerade da ist, ein Spiegel deines inneren Erlebens ist. Dabei kommt häufig der Satz von Ursache und Wirkung mit ins Spiel und da nehme ich immer ganz gerne das Bild vom Huhn und vom Ei. Man kann nicht sagen, was zuerst da war, war zuerst das Huhn da oder zuerst das Ei, sondern vielmehr bedingen sich beide miteinander. Ohne Ei gäbe es kein Huhn und ohne Huhn gäbe es kein Ei. Und so ist deine äußere Welt, deine äußeren Lebensumstände sind immer ein Spiegel deines inneren Erlebens und sie hängen ganz eng damit zusammen. Und deswegen kannst du darauf vertrauen, dass schon alles das, was sich dir gerade zeigt, mit Sicherheit das Richtige für dich ist und irgendwo Sinn ergeben muss. Und das Vertrauen ins Leben, das möchte ich dir heute wünschen. Und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann, tschüss.